So, ich bin hier in den Thermalbädern in der südlichen Toskana und zwar genau gesagt im Parco dei Mulini. Und wir sind hier kurz nach einem Gewitter und es regnet noch. Das Wasser strömt hier also runter. Es ist absolut zu empfehlen. Das Wasser ist super warm, man sieht es hier, und nicht tief. Es ist ungefähr knietief. Man kann hier sitzen auf Fels und ganz, ganz dünne Schlammschicht von ungefähr einem Zentimeter. Ich zeige euch gleich noch mehr Aufnahmen. So viel aber erstmal hier aus dem Regen und gleich hinter mir seht ihr, es kommt auch die Sonne wieder. Also wirklich herrlich warm hier und das Wasser rutscht noch hier runter nach dem Regenguss, den wir hier hatten. Ihr seht es einmal hier. Und das ist natürlich ein bisschen dreckiger, ansonsten ist es schön blau. Das sieht man hier im weiteren Bereich. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke. Somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. So, jetzt nochmal im Trockenen. Ich weiß nicht, ob das eben zu hören war. Wir sind hier in der Südtoskana in einem Thermalbad, das heißt Parco dei Mulini. Und es war gerade ein Gewitter, jetzt ist es trocken, die Sonne kommt wieder raus. Es ist wunderschön hier mit einem kleinen Wasserfall, das ist hier das Schwimmbad. Parken kann man hier kostenpflichtig direkt dran oder aber ungefähr 500 Meter weiter kostenfrei. Ja, oben vom Parkplatz gibt es erstmal ein paar Ruinen, ein paar Grundmauern so zu erkennen und zu entdecken. Und man kann dann von dort ein wenig runtergehen und landet dann schließlich am Thermalbecken. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.